Heute geht's mit toten Köderfisch auf Zander. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein Bein. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Strecke mit Fishing Team Highlight mit der Spinnroute vollzogen. Ja, wie ihr schon wieder sehen könnt, wir können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Wir müssen es einfach wieder sehen, immer wieder, immer wieder. Aber weil es einfach auch noch geil ist. Wie ich schon bei uns mehrmals gesagt habe, es ist eine riesen Freundschaft gewachsen. Und die will man natürlich, ja, soweit es zeitmöglich natürlich passt, auch voll und ganz auskosten. Und zumal hier auch richtig geile Gewässer in der Region sind, für uns auch komplette andere Gewässerstrukturen. Was natürlich auch mal interessant für einen eigenen Ego ist, mal ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Und deswegen ist natürlich der ganz klare Grund, einmal aus Freundeszwecken, einmal aus Horizont erweitern, dass wir immer, immer wieder hierher kommen. Und ich hoffe auch, dass das noch lange so weitergeht, weil es macht einfach nur Spaß. Heute natürlich mal unter ganz anderen Aspekt, sonst waren wir ja meistens mit der Spinnroute unterwegs. Heute mal komplett umgeschwenkt, um alles ein bisschen passiver zu befischen. Deswegen geht es heute mit toten Köderfisch hauptsächlich auf Zander und auf Barsch. Aber das Ganze versuchen wir natürlich auch mit dem Wurm. Das wird dann in dem Sinne meine Frau fabrizieren und da kann ja auch alles passieren. Wir haben jetzt unsere Stelle hier schön ausgelotet. Wir haben hier den geilen Übergang von Steinpackung auf Spundwand. Wir haben hier nochmal eine schöne abfallende Kante, perfekt ausgelotet, dass der Köderfisch sozusagen 20-30 cm über Grund steht, dass wir auch Ruhe vor Krebsen und Grundeln haben. Und das sollte eigentlich optimal sein. Kleinen Köderfisch drauf, feine Pose. Und so kommt das Ganze jetzt hier vorne direkt hinter der Spundwand und dann hoffen wir, dass wir bald mit Fisch belohnt werden. Wie Benni gerade sagte, also da ist schon eine richtige Freundschaft entstanden und jetzt kann ich hier heute Peggy und Benni schon wieder am Wasser begrüßen. Die fühlen sich anscheinend in Hannover sehr wohl. Wir befinden uns jetzt schon wieder mal am Mittellandkanal und jetzt ist es echt Zeit, also dass die beiden mal wirklich ihren ersten Kanalzander hier fangen. Auch wenn wir Winter haben, mit Köderfisch ist alles möglich, zur Taktik, Ködermontage, Köderfische, das zeigen wir euch alles noch. Jetzt wollen wir erstmal einen Fisch fangen und drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass da gleich mal die Ruten rappeln. Und wirklich mega von euch. Also es sind schon so viele Merch-Bestellungen jetzt eingegangen von Masken, Tassen, Hoodies, Cappies, Frauen-Hoodies und Shirts. Also wirklich richtig cool von euch. Und ja, mit dem Erlös haben zum Beispiel Flo und ich jetzt uns schon unsere Fiskpässe gekauft. Also super angelegt. Und wenn wir dann nächstes Jahr ja mal wieder in die Niederlanden fahren können und dürfen, dann gehen die ersten Fische auf euch. Da freuen wir uns dann schon drauf. Wie ihr ja raushören konntet, wollen wir es jetzt heute am Mittellandkanal auf Zander probieren. Die letzten Tage war ich an dem Abschnitt sehr, sehr oft ja, mit der Spinnfischroute unterwegs. Und bis auf viele Barsche, wollen wir uns gar nicht beklagen, also schöne Barsche auch, ging tatsächlich nicht so viel. Also die Zander sind wahrscheinlich zu passiv, sitzen irgendwo auf dem Grund fest. Und egal wie langsam man faulenzt oder auch wenn man nur vertikal angelt, man hat sie nicht an die Strippe bekommen. Egal wo man hingehört hat, überall ging sehr viel Barsch, was wie gesagt sehr toll ist. Aber so ein Zander sollte auch mal wieder rauskommen. Und deswegen probieren Benni, Peggy und ich es heute mal gezielt mit toten Köderfisch auf dem Grund. Hat der Zander einfach noch mehr Möglichkeit zu überlegen, die Düfte noch wahrzunehmen und fällt dann hoffentlich drauf rein. Gerade für unsere jungen Angler machen wir immer so ein bisschen Tackle-Talk und es wird ja immer gern gefragt, wie man das Ganze jetzt angeht. Also einmal kurz zur Route. Das ist die gleiche Route, mit der ich auch im Sommer auf Zander fische. Vielleicht kennt ihr ja meine Kanal-Köderfisch-Videos. Das sind einfach ausrangierte alte Spinnrouten, die ich nicht mehr benötige. Sind so bis 45 Gramm Wurfgewicht. Sind mit 2,40 Meter nicht extrem lang, aber auch nicht extrem kurz. Also ich kann an der Steinpackung sowohl als auch hier an der Spundwand wunderbar mit Köderfisch angeln. Es ist eine 3000er Rolle drauf mit einem 28er Mono. Und das bietet auf alle Fälle Paroli. Es muss jetzt auch nicht die 100-Euro-Rolle sein. Beim Köderfischangeln ist das absolut nicht wichtig. Dann kommen wir mal kurz zur Montage. Also im Endeffekt als erstes habe ich jetzt hier einen Gummistopper vorne drauf. Alles, was ich heute brauche, habe ich tatsächlich hier in meiner kleinen Tackle-Box. Also mehr brauche ich jetzt nicht beim Ansitzangeln, es sei denn natürlich Kescher, die Papiere, Köder etc. pp. Aber alles, was ich an Tackle brauche, ist quasi hier drin. Bei der Pose finde ich es wichtig, dass man da so zwischen, ich sag mal, 3 und 7 Gramm maximal fischt. Das kommt natürlich immer auf euren Fischchen an, was ihr da als Köder unten dran habt, weil die Pose sollte den Fisch ja noch tragen, aber wir wollen immer noch fein genug sein, dass der Zander nicht ja, spürt, Lunte riecht und dann gegebenenfalls abhaut. Ich habe jetzt hier eine 7 Gramm Pose gewählt, weil wir etwas größere Rotaugen fischen. Wenn ich jetzt eine 7 Gramm Pose habe, hänge ich natürlich jetzt nicht 7 Gramm Blei dran. Warum? Der Fisch wiegt ja auch noch und wenn ihr den nicht unbedingt auf Grund anbietet, würde er die Pose ja auch noch ein bisschen unterziehen. Ich wähle jetzt hier
eine 4-Gramm-Kugel. Das heißt, ich habe noch 3 Gramm im Petto und so viel wiegt ungefähr das Fischchen. Das heißt, wir sind eigentlich wunderbar ausgebleit. Also Blei, anschließend natürlich nochmal eine Gummiperle, um das alles so ein bisschen zu schonen. Und dann nochmal einen kleinen Einhänger. Beim Einhängerknoten, da gibt es ja verschiedene Knoten. Also ich finde, wenn man nicht gerade auf Wels angelt, einfach einen ganz normalen Clinch-Knoten. Ich sag mal hier so 10, 11, 12 Umdrehungen bei dem dünnen Monofil hier. Wenn ihr ein dickes Monofil habt, dann braucht ihr auch nicht so oft drehen. Aber so 10, 11, 12 Umdrehungen, die halten bombastisch. Kurz anfeuchten, zuziehen und fertig ist schon euer Knoten. Ja, jetzt haben wir hier, wie gesagt, den Stopper. Die Laufpose, das Laufblei, unten die Perle und den Einhänger. Schneiden wir hier nochmal das überstehende Ende von der Schnur ab und dann kommt auch schon das Vorfach an. Beim Vorfach streiten sich ja auch immer die Geister. Also ich nehme da auch immer ein Monofil. Warum? Fluorocarbon kann man aufnehmen. Fluorocarbon ist aber teurer und ist auch steifer und das Mono ist viel weicher. Das nehme ich immer ganz gerne beim Zander. Ich schneide mir jetzt hier ungefähr so 60 cm ab von meiner Spule, die ich immer dabei habe. Oben macht ihr ganz normal erstmal eine Schlaufe rein. Dann macht ihr immer eine Doppelschlaufe am besten. Gehen wir noch ein zweites Mal durch hier mit kalten Fingern, macht das immer besonders Spaß. Zack, kurz anfeuchten, zuziehen, hält. Ja, welchen Haken nehme ich denn jetzt beim Köderfischangeln auf Zander? Also ich wähle immer recht kleine Haken, das ist hier ein 4er oder ein 5er, müsste ich gleich selber nochmal gucken, das ist ein Auner. Sind messerscharf, also die haut man auf jeden Fall in so ein hartes Zandermaul auch wunderbar rein. Und die kann man wunderbar in der Größe zum Zanderfischen nehmen. Hier ist jetzt dasselbe Spiel hier unten beim Haken. Also ich angle jetzt nicht auf Waller, da sollte man einen stabileren Knoten nehmen. Aber auch hier mache ich den ganz normalen Clinch-Knoten, den eigentlich jeder kennt. Und ich finde, der Clinch-Knoten, den kann man eigentlich fast in jeder Angelart wunderbar nehmen. Also auch wieder 8-9 Mal hier rumdrehen, je nach Dicke des Monofils. Einmal wieder durch die Öse durch, anfeuchten, zuziehen, nochmal den Test machen. Hält wunderbar. Fertig ist unser Vorfach. Ja, jetzt haben wir hier unser fertiges System, ist quasi auswurfbereit, fehlt nur noch der Köder und wie wir zur Taktik jetzt an der Spundwand vorgehen. Und ich würde sagen, da fragen wir mal Benny, ob er uns da kurz hilft. Ja, wie Domi schon sagte, werden wir uns jetzt als erstes mal das Löten angucken. Das ist natürlich ganz wichtig für den Zander, dass wir den Köder so grundnah wie möglich natürlich anbieten. Da eignet sich jetzt wie hier, ich mache das ganz einfach, ich nehme hier einfach nur ein Blei und hänge das jetzt einfach nur einen Haken ein. Und das ist sozusagen schwerer als die Tragkraft der Pose. Und so kann man eigentlich optimal löten. Wir können das jetzt mal hier vorne reinhalten. Dann seht ihr schon, dadurch, dass das Blei schwerer ist als die Tragkraft, geht die Pose natürlich unter. Und jetzt stellen wir anhand des Stoppers unsere genaue Tiefe ein. Bis die Pose so ungefähr, ja, müssen wir mal probieren, wie wir Ruhe vor Krebsen und Grundeln haben, dass die Pose ungefähr, oder der Köder besser gesagt, dann so 20 cm über dem Grund steht. Gucken wir mal jetzt. Ja, kann der Stopper auf jeden Fall noch ein Stückchen höher. Also wir haben hier wirklich Gewässertiefen von zwischen 3 bis 4 Meter, völlig enorm und das direkt hier an der Spundwand. So, gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera sehen kann. Die Pose steht jetzt ungefähr, ja, 20 cm unter der Wasseroberfläche. Was passiert jetzt? Wenn ich jetzt sozusagen das Gegengewicht abmache, kommt ja sozusagen das Stück, wo die Pose jetzt unter Wasser stand, kommt dann nach oben und der Köder steht optimal 20 cm über Grund. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch einen Köderfisch aufspießen und dann kann es eigentlich schon losgehen, aber das gucken wir uns auch nochmal an. So, als Köder verwendet man natürlich relativ kleine, schlanke Köder. Also ich sage gerade immer beim Zanderangeln mal jetzt nicht viel Unterschied wie zum Aalangeln. Also so ungefähr ein fingerlanger Köderfisch. Jetzt in dem Fall eine gefrorene Rotfeder. Natürlich müssen wir uns erstmal noch ein paar frische Köderfische stüppen, aber dass wir jetzt erstmal ein Starterpaket haben, hatte ich noch ein paar tiefgefrorene mitgebracht und das sollte auch funktionieren. Beim Posenangeln sollte er natürlich darauf achten, dass er die Schwimmblase kaputt macht. Hatte ich jetzt schon vor dem Einfrieren gemacht, dass der Köderfisch dann nicht irgendwo rumtaumelt. Beim Grundangeln kann es vom Vorteil sein, wenn man die Schwimmblase intakt lässt, weil dann, ja, steht er so leicht über Grund. Das ist natürlich ohne feine Geschichte. Aber an der Pose will ich die richtig schön stehen haben und deswegen Schwimmblase raus. So, wir nehmen jetzt unseren Haken, stechen den jetzt hier einfach nur im harten Teil des Fischs, also sozusagen in der Schwanzwurzel ein. So, und das war's auch schon. Also mehr gibt es da nicht zu sagen. Vorteil ist jetzt hier, der Zander kann den Köderfisch packen, meistens ja quer. Und nach einer gewissen Zeit dreht er sich und schluckt den Kopf über ab. Und wenn wir sozusagen jetzt hinten in der Schwanzwurzel den Haken drin haben,
kann der Zander den Zirner ein Stück inhalieren, aber der Haken bleibt trotzdem irgendwo im Maulwinkel hängen. Und das wollen wir ja gerade, weil hier kann es natürlich auch mal sein, dass wir einen untermaßigen Zander fangen und den wollen wir natürlich nicht verangeln. Deswegen können wir den dann schön leicht lösen und die ganze Sache ist sauber. Ja, so geht das jetzt hier hinter der Spundwand, an der Steinpackung, an unsere Spots. Und dann hoffen wir mal, dass wir bald belohnt werden. Tour pur, hä? Weißt du, ich führe dich immer zu den schönsten Orten Deutschlands. Das stimmt. Ja, die ersten 3 Stunden sind jetzt rum, wenn nicht sogar 4. Und bislang noch gar nichts. Also Peggy hat einen guten Barsch verloren auf Würmchen. Immerhin lassen uns die Grundeln nicht ganz im Stich, ne? Aber ja. So zandertechnisch, mau. Da kann man nur auf den Nacht bauen. Also Plan ist auf jeden Fall für morgen, dadurch, dass das heute so schleppend lief, dass wir vielleicht mal ein bisschen aktiver sein müssen, auch mit dem Köderfisch. Dass wir morgen sozusagen mal die Stühle und sowas im Auto lassen und dass wir dann einfach mal ein bisschen Strecke machen. Ja? Dass wir da wirklich nur die Köderfische mal 10 Minuten, Viertelstunde liegen lassen und dann im Bockspringverfahren immer die hinterste Route wieder nach vorne und so mal richtig uns ja, durcharbeiten. Dass wir da vielleicht ein bisschen die Zander und Barsche vielleicht ein bisschen mehr ansprechen können. Aber zandertechnisch, wie gesagt, geht man noch nicht auf. Also ich baue da voll auf die Dunkelheit. Ist auch ein Nachträuber, ja, oder so, ne? Dass die einfach ein bisschen schwimmen, ein bisschen aktiver werden und vielleicht auch hier an der Spundbahn die kleinen Fische irgendwo gegen diese Wand drücken. Wir werden vielleicht dann auch mal eine Pose an die Steinpackung nehmen, wo es auch flacher ist, dass wir da auch mal tiefentechnisch ein bisschen variieren können. Und ich denke doch mal, irgendwo werden wir ja noch weghaschen. Aber jetzt gibt es erstmal einen warmen Kaffee bei den Temperaturen. Lecker Käffchen, dank Peggy. Gut gekocht. Bitte. Dann sieh ich ein bisschen, was sie löst. Stücke hoch. Klassisch mit der Handangel, ja. Was ist denn das wieder Krabbenkorb oder was ist hier drin? Catch and Clean anrufen hier, die sollen ja mal reinfahren. Die sollen das regeln, ne? Ja. Genau. Nicht immer ausruhen. Die müssen Schnorchel mitbringen. Mann doch! Elefantös! Das Problem, das kannst du mich jederzeit fragen, ne? Genau, aber guck mal, du hast das jetzt ja alles. Okay, ich jetzt, ja. Naja, wie hast du denn reingeholt? Muss auch immer scharfes sind, also Vorfahren müssen wir auf jeden Fall tauschen. Ist natürlich jetzt nicht schön, dass noch kein Fisch rauskam, aber wir geben natürlich nicht auf. Im Winter ist es jetzt nicht so, dass die Fische einem Kescher springen. Und wie gesagt, wir warten auf die Dämmerung, aber drückt mir die Daumen, denn als Gastgeber ist das ein ekelhafter Druck. Man möchte natürlich, dass die Gäste sich jetzt entschneidern. Und gerade Benny mit seinem ersten Kanalzander, das wäre schon wirklich cool. Ja, das war gerade ganz witzig. Ich weiß nicht, ob es mit drauf war. Der Kahnfahrer hier ist extra aus der Kabine ausgestiegen und schrie rüber, laber nicht die ganze Zeit in die Kamera, sondern fang Fische. Hat er natürlich recht, aber natürlich wollen wir euch auch so ein bisschen mitnehmen. War auf jeden Fall gerade eine lustige Situation. Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie es bei euch am Wasser gerade so läuft. Beißen bei euch noch die Hechte, die Zander, die Barsche? Geht ihr vielleicht nur noch an den Forellensee oder auf Quappenangeln, weil bei euch vielleicht die Schonzeit auch demnächst beginnt? Also einfach mal in die Kommentare schreiben, wir lesen immer sehr gerne nach. Ja, und dann wissen wir auch mal, wie es so an anderen Gewässern gerade läuft. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Yeah, we're chilling out here. Ladies in the rear, the feet in the water. Top disappears, drinking Malibu Patron. Or a beer in a cup. We all get to dance and I get to chance it. Kissing that country girl, romancing a whole lot of love. Bumping out of the bar. So, jetzt sind wir auf jeden Fall startklar für die Nacht. Jetzt brauchen wir nur noch Fische und dann ist eigentlich der Tag gerettet. Ja, Freunde, minus 3 Grad oder 2 Grad, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es kalt. Der Tag hat nichts gebracht, die Nacht auch nicht. Wie verhext, also gar nichts. Benni, müssen wir noch weiter ackern, wa? Das nützt nicht. Wie gesagt, morgen machen wir das Besagte, was wir schon darüber besprochen haben. Also quasi unser Plan B, falls es jetzt abends nicht funktioniert, was es ja nicht hat.
Aber ja, gut, wie gesagt, ich sehe da noch richtig viele Chancen morgen in den Tag. Wir wollen morgen früh bei Zeiten gleich starten. Deswegen gehen wir jetzt auch relativ zeitig ins Bett, dass wir dann ausgeschlafen sind. Ins Bett? Ja, ins Auto quasi. Also wir kennen beide jetzt alle drei im Auto, aber nur die Haken kommen gar nicht. Ja. So, dass wir dann sozusagen noch in der Dunkelheit morgen früh gleich wieder angreifen können. Ja. Mal ein paar andere Spots. Und dann denke ich mal, dass wir dann hoffentlich endlich belohnt werden. Drückt uns auf jeden Fall weiter in die Daumen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt in eine Koje. Haben wir uns auf jeden Fall verdient. Bis morgen früh. So, Tag 2, unser letzter Tag zusammen. Heute müssen wir unbedingt liefern. Wir greifen an. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, also ein Heidenrespekt bei minus 3 Grad im Auto schlafen, um für die Community nochmal ein Köderfischvideo abzudrehen, extra in den Westen fahren. Also das hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Benni hatte mich angerufen, hat gefragt, wie spontan ich sei. Und ich sagte, ich habe Zeit, können gerne was machen. Ja, dann ist er auch schon quasi hier in den Westen rübergefahren, um nochmal dann, wie gesagt, ein Köderfischvideo abzudrehen bei Minusgraden. Natürlich nicht leicht, es gibt auch keine Fischgarantie. Aber das ist Angeln, das ist das ja, was Spaß macht und einen auch reizt. Und gerade für Benni, der auch sehr gerne am Kanal angelt, weil er es halt einfach so nicht kennt von den Strukturen und natürlich auch die Zanderbestände so im Osten gar nicht hat, ist es natürlich immer ein Highlight für ihn. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass heute was passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich schaue mal kurz zu den beiden rüber, wie deren Taktik heute so aussieht, hier unter der Brücke. Ja, wie ihr es unschwer erkennen könnt, haben wir natürlich die Stelle nochmal gewechselt. War gestern jetzt nicht so erfolgreich. Aber hier unter der Brücke haben wir schon mal zwei geile Faktoren. Wir haben zum einen haben wir für die trägen Zander, die jetzt wahrscheinlich in der Jahreszeit nicht mehr so viel umher schwimmen, haben wir hier eine geile Lichtgegebenheit, also quasi kein Licht. Wir haben es hier schön dunkel den ganzen Tag unter der Brücke und da denke ich mal, dass sie sich hier aufhalten. Des Weiteren haben wir hier gleich mal halben Meter, 70 cm tiefer, also an der Stelle, wo wir gestern waren. Das können natürlich auch solche Faktoren sein. Jetzt gerade im Winter sollte man ja die tiefsten Stellen suchen, also eigentlich alles gegeben. Ja. Wir machen jetzt erstmal die Brückenseite, tun wir jetzt erstmal ein Stündchen nur so ausangeln, dann werden wir nochmal die Kanalseite wechseln, wir werden nochmal auf der anderen Seite der Brücke dasselbe machen. Dann werden wir, wo wir mit der Spinnrute aktiv oder gut gefangen haben, werden wir die Strecke nochmal via Boxspringverfahren mit den Köfis machen und dann gucken wir einfach mal, ob wir noch eine andere Brücke finden. Ja, also das ist so grob unser Ziel heute und da denke ich mal, dass wir irgendwo mal einen Räuber finden werden. So, was meinst du denn? Ich würde ihn einen geben, der hängt jetzt schon zu lange. Der geht schön zur Mitte weg. Und jetzt siehst du auch mal nach hinten zur Mitte. Schöner Zander. Jawohl, Petri. Jawohl. Taktik ging vorher auch. Benni, ich freue mich. Also erster Kanalstander. Oh, wurde Zeit. Es war ein kleiner, aber der erste Anfang. Das ist doch egal. Sehr schön. Ich freue mich richtig, also super. Ja, hart erkämpft, aber hier ist er endlich, der erste Zeti. Das war ja unser Ziel. Ist jetzt nicht der größte seiner Art, aber wie gesagt, so hart erkämpft und es fällt eine riesengroße Last von Schultern, dass es endlich geklappt hat. Und jetzt versuchen wir noch ein bisschen an der Größe zu arbeiten, weil der ist noch untermaßig, der geht jetzt erstmal wieder zurück. Dickes Petri, bin. Petri, dank. So, Rute ist wieder scharf. Köderfisch konnte ich leider nicht mehr verwerten, weil ich draufgetreten bin. Ich glaube, es dann hätte ich natürlich gerne wiederverwendet, also haben wir jetzt nochmal einen frischen drauf gemacht. Ja, bis jetzt im Winter, wie man jetzt hier gerade zumindest bei den Zander sehen könnte, ganz, ganz vorsichtig. Also krebsähnlich, die Pose ging kurz runter und ganz langsam weggewandert. Kam zwischenzeitlich bestimmt 2-3 Mal wieder hoch und dann wieder gewandert. Und dann so nach der 3., 4. Flucht hat er dann ein bisschen Fahrt aufgenommen, ist Richtung Mitte gezogen und da haben wir dann einen Anhieb gesetzt. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe den Köderfisch wie gestern wieder exakt ausgelotet, also wirklich nochmal die Arbeit gemacht und neu gelotet. Oder jedes Mal, wenn ich an eine neue Stelle komme, hänge ich dann nochmal das Blei ein. Ja, Köderfisch war jetzt im Endeffekt so 5 bis 10 cm über Grund, also ganz dicht. Ja, einen Meter weg von der Spundwand. Wollt ihr ihn haben? Mal gucken, ob es so weitergeht. Ja, auf einmal ist Frühling, oder?
Ich denke auch. Also, krasser Unterschied von Minusgrad, war richtig bitterkalt und auf einmal hört man die Vögel zwitschern, die Sonne ist draußen. Einfach herrlich. Also so lässt es sich aushalten. Ne? Ich denke auch. Ja, bislang blieb es tatsächlich bei dem einen Zander von Benny, aber immerhin sind wir sehr froh drüber. Und jetzt machen wir ein bisschen was anderes. Wir machen Hopping. Ja, was machen wir? Alle 5 Minuten? Ja, ich würde sagen, so alle 5 Minuten tun wir unsere Routen versetzen. Also quasi die Routen, die ganz links liegen, kommen dann nach ganz rechts. Und so springen wir hier in drei, vier Meter Sprüngen. Also ähnlich, wie ihr es beim Fishing Team Highlight schon gesehen habt, mit diesen Gassi gehen, ne? Machen wir das jetzt nur eben nicht mit Kunstködern, sondern mit Naturködern. Genau. Dann machen wir jetzt nochmal hier so, ja, was weiß ich, 100, 150 Meter. Dann machen wir eine ausgewogene Mittagspause und dann greifen wir nochmal eine Brücke an. Also unsere Hoffnung ist natürlich, dass die passiven Zander einfach viel mehr Möglichkeiten haben, beziehungsweise viel länger überlegen können, schnapp ich zu oder nicht. Beim Kunstköder sind wir ganz schnell wieder weg. Und ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Schauen wir mal, ob noch was passiert. Yeah, we're chilling out here. Ladies in the rear, the feet in the water. Top disappears, drinking Malibu Patron. Or a beer in a cup. Y'all get to dance and I get to chance in kissing that country girl romance in a whole lot of love bumping out of the bar. Yeah, we're on the floor, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky, we're going up, we're coming down. Ja, wir ackern uns jetzt hier noch an der Spundwand lang. Ja, werden wir sehen, wie lange wir noch machen. Wir müssen ja heute noch nach Hause fahren. Also ich denke mal noch ein Stündchen oder so. Und vielleicht haben wir noch gute Chancen, vielleicht noch einen Zander zu erwischen. Lassen wir uns überraschen. So, ja, Schicht im Schacht. Immer wenn man sich vornimmt, ein schönes Köderfisch-Video zu drehen. Entweder man fängt keine Köderfische, kennt jeder. Oder die Zander wollen dann halt nicht so. Aber ich sag mal so, wir haben Januar, es war bibberkalt. Wir haben zumindest einen gefangen und ich freue mich, dass ihn Benny gefangen hat und dass er nicht an meiner Route irgendwo gebissen hat. Ja, Benny, Fazit? Absolut geil. Also uns hat es wieder mega gefallen. Ja, Spaß macht immer. Wie gesagt, Fanggarantie kann keiner geben. Aber trotzdem, wie Domi schon sagte, wir haben Winter und dafür einen Fisch kann man nicht meckern. Also man muss auch mit kleinen Dingen zufrieden sein. Ganz einfach, wir haben nun mal nicht Hochsommer, wo das hier richtig loskracht. Ja, wo man dann auch mal alternativ irgendwas machen könnte. Wir müssen uns der Jahreszeit eben ein bisschen anpassen und da haben wir eben nicht viele Möglichkeiten. Und dafür bin ich eigentlich recht zufrieden. Wir hatten den einen oder anderen Biss noch. Hase den schönen Barsch verloren, dürfen wir ja auch nicht vergessen. Stimmt, ja. Und ja, der Zander heute früh, der uns sozusagen den Allerwertesten gerettet hat. Ich wollte gerade sagen, also der kam wie bestellt, ja. Wie gerufen. Wie gesagt, freut mich, dass du ihn gefangen hast. Freut mich auch natürlich, dass ihr wieder hier wart. Und wenn ihr ja öfter mal was sehen wollt von uns, kommt ihr ja eh zu sehen, aber auch gerade speziell am Mittellandkanal, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann wird Benny sicherlich mit Peggy nochmal, ja, auch mal im Sommer vorbeikommen, weil ich glaube, so ein paar etwas größere Zander, da hättest du auch nochmal Lust drauf. Ne? Und Aal. Und Aal, die dicken Kanalaale am Tage. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal starten. Der Sheriff, also auch Florian genannt, der war heute nicht dabei, aber wir haben einen Sheriff gefunden. Ja, ist undercover unterwegs, ja. Genau. Aber auch im Namen von Florian möchte ich heute nochmal, ja, quasi unsere Pause jetzt ankündigen. Wir hatten sie ja schon angekündigt beim Gewinnspiel und jetzt ist es soweit. Also wir gehen in die wohlverdiente Pause, wie wir finden. Bleibt uns treu, schaltet wieder ein auf jeden Fall. Ich denke mal so ab Frühling, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann drehen wir auch wieder die ersten Videos ab. Und in der Zwischenzeit schaut aber Benny Angelt natürlich wieder vorbei. Jeden Donnerstag wird es auch im Winter weiterhin Videos geben, oder? Na, ich hoffe es. Ja. Also bis jetzt haben wir noch ein bisschen was im Petto. Ja. Ich denke mal, dass wir in Zukunft noch das ein oder andere Video drehen können. Also ich denke mal, ihr werdet versorgt sein. Genau, also die Wochen im Übergang natürlich immer beide Kanäle gucken, aber dann schaut er bei Benny donnerstags vorbei. Ja, das wollte ich nur nochmal loswerden. Schön. Benny, gute Heimfahrt. Danke. Peggy natürlich auch hinter der Kamera. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder gestärkt. Macht's gut, Leute. Macht's gut. Ansonsten gibt es ja wirklich viele Videos mittlerweile, ja, wo man Knoten lernen kann. Und ich sollte es selber mal machen.
ackern wir uns jetzt hier die Spundwand lang hin. Meine Mann, ja. Peggy, darf ich filmen von hinten, oder? Ja, aber warte, nicht hier im Desaster. Nee, im Desaster. Ja, immer wenn man sich vornimmt, ein schönes Grill. Geht schon wieder gut los. Dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig zu sagen. Dann starten. Schön blasend. Dann spreche ich mal für Florian und mich, oder? Dann spreche ich jetzt mal für Florian und mich zusammen. Ja, wir hatten. Ey. Ich sollte Pfadfinder werden. Dann spreche ich mal für Florian und mich zusammen. Das klingt doch voll bescheuert, ist das richtig? Sag doch den Namen von Charo, ja. Den Namen von Flo und mir. Da kannst du bei mir sagen. Genau. Im Namen von Flo und. Das klingt wie so ein Pastor. Florian. Das ist jetzt hier Ruhe, wer wird ja nicht antworten.